Jo Pyros, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, ich habe jetzt hier endlich das Weko Überraschungspaket. Und zwar könnt ihr die momentan bei Pyro Team Store kaufen. Das sind die ganz normalen originalen Weko Überraschungspakete, die man früher im Werk von Eitorf kaufen konnte. Die haben ja da um die 50 Euro gekostet. Bei Pyro Team Store kosten die jetzt 79,95 Euro, was aber trotzdem noch ein mega, mega fairer Preis ist, weil die Sachen, wo hier drin sind, sind mit dem Wert auf jeden Fall gleichgestellt oder sogar noch für den Wert ist mehr drin. Da würde mich auch freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal mitrechnen würdet, was eigentlich der Wert des Pakets jetzt wirklich ist. Und wie gesagt, 79 Euro geht immer noch voll klar. Ist klar, die Jungs von Pyro Team Store, die wollen auch ein bisschen was dran verdienen. Deswegen ist es auch ein bisschen teurer wie früher beim Werksverkauf von Weko. Aber ich finde, der Preis ist immer noch mega, mega in Ordnung. Was ihr hier wirklich bekommt, ist richtig, richtig krass. Und ja, Leute, dann fangen wir jetzt mit dem Unboxing an. Ich wechsle kurz die Perspektive. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr euch eins gönnt. Dann könnt ihr mich auch auf Instagram oder so verlinken. Dann reposte ich das Ganze. Und let's go! So Leute, also jetzt kurz hier die Position geändert und wir fangen jetzt einfach direkt mal an. Ich sehe hier direkt 18 Bombenraketen. Ist ja natürlich klar, dass das jetzt alles von Weko ist, was sich hier drin befindet, weil ist ja ein Weko-Überraschungspaket. Und wir haben hier das Set Indianapolis, 18-teilig. Ich meine, das gab es im Aldi zu kaufen. Finde ich schon mal richtig cool, einfach 18 Raketen hier. Immer Weko-Raketen sind immer mit dieser Bombenfüllung. Sehr, sehr nice, wirklich. Finde ich richtig, richtig cool. Und es ist auch noch wirklich verschlossen hier. Ist ein bisschen verknittert jetzt, aber das ist sogar noch zu, das Set. Das wäre Artikel 1. So. Okay, richtig, richtig geil. Leute, einfach ein Fire Fantasy ist hier drin. Wie geil ist das denn? Schaut euch einfach mal an. Fire Fantasy. Einfach so ein Klassiker. Finde ich richtig, richtig cool, dass der hier drin ist, das Set. Sonnenvögel, paar Böller, ja, was halt immer im Fire Fantasy drin ist. Hat ja immer 7,77 € gekostet, meine ich. Und ja, ich finde es einfach mega cool, weil wer weiß, ob dieses Jahr die Einkaufstour stattfindet. Wir wissen sie alle noch nicht. Das werden wir dann sehen. Aber hier könnt ihr euch sowas auf jeden Fall schon mal sichern. Dann habt ihr auf jeden Fall auch so Einkaufstour-Stuff dann. Dann haben wir hier zwei Weko Goldraketen, die gibt es ja auch in meinem Lidl. Finde ich auch sehr, sehr geile Raketen. Genau. So, dann haben wir hier ein bisschen Jugendfeuerwerk. Das gab es immer im Aldi zu kaufen, meine ich, das Set. Das hat so um die 5 Euro, meine ich, gekostet. Und ja, hier sind einfach ganz viele verschiedene Sachen drin. Finde ich ein schönes Set für Kinder. Aber auch ich werde mich freuen, das Set zu zünden. Genau. Dann haben wir hier nochmal so ein Party-Set, Party Feather, einfach ein paar Tischbomben, genau. Dann haben wir hier den Bronco Weko Leuchtbatterie, ist das wahrscheinlich einfach, genau, ja, eine Leuchtbatterie. Okay, okay, ich sehe schon was, gab es beim Lidl zu kaufen, die Lord of Whistle, ist ja eine Pfeifbatterie, 300 Schuss. Die haben wir sogar zweimal hier drin, die hole ich gleich mal raus. So, dann haben wir hier noch Knallbonbons. Eine Packung. 1, 2, 3 Packungen von den Pyropeitschen von Weko. Ist ja Cut 1. Dann haben wir hier einmal Phantomstar von Weko. Ich meine, die müsste in irgendein Set drin gewesen sein wahrscheinlich. Ja, von Helios sogar. Dann gab es die im Aldi Suit in irgendeinem Set drin. Dann haben wir hier nochmal Double Star. 7 Schuss, 2 Stufen Batterie. Dann haben wir einmal, zweimal nochmal so 120 Schuss Pfeifbatterien von Weko. Auch sehr, sehr geil. Also es sind sehr viele Pfeifbatterien drin. So, dann haben wir hier, oh mein Gott, einfach nur geil. Die Ocean of Lights von Weko, die gab es ja beim Lidl. Och, das ist so geil, solche Discounter-Artikel mal wieder in die Händen zu halten. Ich hoffe, die Einkaufstour findet statt, aber wir wissen es nicht. Deswegen, ich würde es euch echt empfehlen, euch so ein Paket zu bestellen. Das ist nicht teuer, das Paket. Der Preis, wo hier drin ist, stimmt auf jeden Fall. Also, mich würde jetzt echt freuen, wenn jemand hier mal mitrechnet. Dann haben wir hier einen großen Vulkan von Weko.
den Helix, 2 Meter, 2 Meter Höhe, Brenndauer 35 Sekunden. Genau, dann haben wir hier zwei Weco Deböller Päckchen. Ich sehe hier auch eine richtig fette Batterie, die hole ich gleich raus. Und nochmal eine Pfeife Batterie. Dann haben wir hier Tischfeuerwerk. Partyknaller sind noch am Start. Dann haben wir hier noch von Weco die Jupiter. Auch ein kleines Teil. Cool zum Aufwärmen an Silvester. Dann haben wir hier die Pegasus-Fontäne. Wie geil ist denn das? Ich habe die auch so gemocht, ey. Ich meine, die gab es im Aldi zu kaufen. Oder Lidl auch, bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich hatte die öfters. Richtig geiles Crackling. Genau. Dann haben wir hier noch Knallerbsen einmal. Ja, unwichtig. Und Kanonschläge von Weco. Genau. Dann nochmal hier so Partyknaller. Dann haben wir hier nochmal die andere Lord of Whistle. Komm, ich hol mal das fette Teil raus. Und wir haben hier einfach die Unforgettable von Weco. Ist eine fast 500 Gramm Batterie. Und ja, 80 Meter Effekthöhe, 50 Sekunden Brenndauer. Die gab es im Lidl zu kaufen. Fächerbatterie. Richtig, richtig geil. Allein deswegen finde ich es schon richtig cool. Und zuletzt das Hassard Böller Sortiment. Ich meine, es gab es im Lidl. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Genau, und jetzt zeige ich euch nochmal eine Gesamtübersicht. So Leute, hier jetzt nochmal die Gesamtübersicht. Zweimal diese richtig geilen Raketensortimente. Jede Menge Pfeifbatterien hier oben. Genau, und hier auch einfach mega, mega viel Stuff, kleinen Stuff, aber auch Batterien. Und wenn ihr euch das Set holt, erster Link in der Beschreibung, würde mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Und ja, ich finde, es hat sich mega, mega gelohnt, dass sowas hier drin ist. Ist echt mega, mega geil. Ich werde mir auch noch so ein paar Sets bestellen, mit Sicherheit. Und ja, Leute, dann war es mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.